Schwestern und Brüder, Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Jesus Christus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Wort des lebendigen Gottes. Christus ist in seinem Wort mitten unter uns. Er ist für uns Weg, Wahrheit und Leben. Er sei mit dir, damit du sein Evangelium würdig verkündest.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus in der Einsamkeit betete und die Jünger bei ihm waren, fragte er sie: Für wem halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes, den Täufer, andere für Elia, wieder andere sagen, einer von den alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ich aber, für wem haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemandem weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im Bereich der Politik, der Gesellschaft mit Bürgermeister Sachsen. Liebe Gäste aus anderen Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, draußen vor der Kirche und hier in der Kirche. Erneuerung der Kirche, das ist was Wunderbares. Aber Erneuerung der Kirche, das ruft auch nach unserer eigenen Erneuerung, so wie wir es in den biblischen Texten gerade gehört haben. Habt in euch den Geist des Mitleids und des Gebetes, ruft uns der Prophet Zacharia in der ersten Lesung zu. Und Paulus in der zweiten Lesung im Brief an die Galater: Ihr alle gehört zusammen, ihr alle seid einer in Christus. Und dann Jesus selbst im Evangelium: Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Erneuerung von uns selbst und Erneuerung dieser wunderbaren Kirche. Es ist die Kirche, in der die drei Lübecker Kapläne das Wort Gottes verkündet haben und die Sakramente gefeiert haben. Es ist die Kirche, in der Karl Friedrich Stellbrink am Fronleichnamstag 1941 hier den Gottesdienst mitgefeiert hat. Es ist die Kirche, in der von Anfang an das Gedenken der Lübecker Märtyrer gefeiert wurde und sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durch den Arbeitskreis 10. November immer weiter entfaltet hat. Dieser Kirchenraum verbindet uns mit einer unüberwindbaren Intensität mit unseren vier Lübecker Märtyrern. Aber es ist nicht nur der Raum, der uns mit ihnen verbindet. Es ist auch die Zeit, dieser Tag heute, der uns intensiv mit den vier Märtyrern verbindet. Denn genau heute,
sind es 70 Jahre her, dass das Todesurteil gesprochen wurde für Karl Friedrich Stellbrink, Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Brassek. Raum und Zeit heute lassen uns das Empfinden wach werden. Unsere Märtyrer sind uns nahe. Von Raum und Zeit schreiben die Märtyrer selbst. Karl Friedrich Stellbrink schreibt wenige Stunden vor seinem Tod an seine Frau Hildegard: Jetzt bin ich euch immer nahe, denn Raum und Zeit spielen gar keine Rolle mehr. Die lasse ich hinter mir und ich werde für immer mit meiner Fürbitte für euch vor Gott stehen. Und ganz ähnlich Hermann Lange. Er schreibt an seine Eltern, ebenfalls am Tag seiner Ermordung: Ihr werdet in euren Gebeten an mich denken. Und ich bin euch ganz nahe, denn Raum und Zeit spielen jetzt gar keine Rolle mehr für mich. Und dann fügt er hinzu: Das ist doch klar. Liebe Schwestern, liebe Brüder, für uns als pilgernde Kirche spielen Raum und Zeit sehr wohl eine Rolle. Wir können gar nicht uns anders verhalten als in Raum und Zeit. Aber dieser Raum und dieser Tag lassen das Empfinden in uns wach werden, dass uns unsere Märtyrer nahe sind. Wir sind als pilgernde Kirche auf dem Weg, unsere Lübecker Märtyrer sind am Ziel. Wir sprechen in der Theologie von der Communio Sanctorum, von der Gemeinschaft der Heiligen. Und wir bekennen diese Gemeinschaft der Heiligen im apostolischen Glaubensbekenntnis und in jeder Feier der Eucharistie. Die Wand zwischen uns als pilgernder Kirche und der Kirche in der Vollendung, diese Wand empfinden wir oft als starke Trennung. Aber diese Wand wird heute an diesem Raum und in dieser Stunde besonders transparent. Unsere Seligen sind uns nahe. Und sie machen uns Mut und geben uns Kraft auf unserer irdischen Pilgerschaft. Mit der Einweihung dieser erneuerten Kirche und mit der Einweihung der Krypta und der Gedenkräume demnächst in wenigen Wochen treten wir mit dem Gedenken und mit der Verehrung unserer vier Lübecker Märtyrer in eine neue Phase. Die Stiftung Lübecker Märtyrer, in der ja auch evangelische Christen mitarbeiten und auch Mitglieder des Arbeitskreises 10. November, diese Stiftung wird versuchen, all das, was an Plänen, Vorstellungen, Vorschlägen da ist, um das Gedenken noch weiter zu verbreiten. Die Stiftung Lübecker Märtyrer wird das bündeln und vorantreiben. Denn es tut unserer Zeit gut, wenn wir die Lübecker Märtyrer vor Augen haben. Unsere Zeit ist völlig anders als die Zeit damals, als unsere vier Märtyrer lebten und starben. Aber sie braucht Vorbilder an Glaubensmut und Glaubenskraft. Und wer könnte das für uns besser sein als unsere vier Lübecker Märtyrer? Sie helfen uns, dass wir mit Vertrauen und Freude den Weg des Glaubens gehen.
Denn ihr christliches Vorbild sterbe, ermutigt uns zum christlichen Vorbild im Leben. Genauso wie es Jesus im Evangelium uns heute sagt. Wer mein Jünger sein will, wer zu mir gehören will, wer mit mir den Pilgerweg des Glaubens gehen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So wie es uns unsere vier Lübecker Märtyrer zu ihrer Zeit vorgemacht haben. Ihnen wollen wir folgen.